Mittlerweile im Airbnb angekommen. Ihr habt es gesehen, wir waren bereits gerade beim Einschreiben. Der Tobias haut sich jetzt noch die letzte Lademahlzeit rein und dann geht es heute Abend bereits auf die Newcomer-Meisterschaft. Morgen findet im Anschluss dann die deutsche Meisterschaft statt. Und wie schmeckt's? Typisch. Wie fühlst du dich jetzt so knapp 4 Stunden vor dem Wettkampf? Gut. Mach Bock. Wir sind hier übrigens in einem nicen Ferienhaus mit Garten, aber leider nur eine Nacht hier, das reicht völlig aus. Form sitzt super, perfekt gepiekt, würde ich mal behaupten, also Stand jetzt. Wir haben uns auch die Newcomer-Meisterschaft als Hauptwettkampf ausgesucht. Morgen schauen wir, dass wir die gleiche Form ungefähr wieder auf die Bühne bringen können. Man weiß nie, wer kommt, aber wir haben bis zum jetzigen Stand alles richtig gemacht und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Wird ein richtig geiles Event gleich. Gerade waren wir einkaufen, haben gegessen und jetzt knapp 2 Stunden vor dem voraussichtlichen Start kommt die letzte Farbschicht drauf. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es heißt Pump Up und Showtime. Tobias Kluge. Jawohl! Quarter turn to the right. Arm! Quarter turn to your right. Quarter turn to your right. And triceps, die seitliche Trizepspose. Sehr schön. Thank you, back to the judges and the back double biceps. Thank you, face front, abdominals. The Bauch. Guys, thank you, relax. We start with the front double biceps. Doppelbizeps von vorne. Come on guys, this is your challenge to the final. Arme! Your side chest, your favorite one. No fist allowed, okay? Your tricep pose. And your back double biceps. Once again, your abdominals and thighs. Good job, guys. I want to see your maybe more 8-pack. They are all 8-packs, okay. Good job. Okay, thank you, relax, and go back to your line. Favorite pose, yeah. And you give them a big hand. Guten Morgen, Freunde, es ist der nächste Tag und gestern Abend haben wir noch hier den Michael
eingesammelt. Peace. Michael, du hast ja im Livestream so ein bisschen was verfolgt. Mhm. Wie fandst du das Line-Up gestern, besonders in der Physik 1-Klasse bei den Newcomern? Genau. Weil die Jungs waren echt stark, yo. Als der Stream angefangen hat, oder auch die Klasse vor allem, bin ich halt gerade eben in den Zug eingestiegen. Da waren ein paar Hacktics und auch mit dem Stream, Internetverbindung und und. Deswegen konnte ich nur das Finale sehen von der ersten Men's Physik-Klasse. Und ja, ich war direkt so, die Jungs waren hart, die waren, hatten eine schöne Linie, gut in Form, gut muskulär auch, also eine ziemlich starke Klasse, muss man sagen, und überhaupt gar keine Newcomer-Klasse, ja, wie ich finde. Also man sieht immer, dass wirklich von Jahr zu Jahr der Standard angehoben wird. Krass auf jeden Fall. Ja. Ja, den kann ich nur zustimmen. Also das sah für mich jetzt auch nicht wie die Newcomer-Klasse aus. Aber Freunde, ich sag's euch ja immer wieder, die Leute werden jedes Jahr richtig krass. Aber dafür haben wir heute die Chance, nochmal ein besseres Paket abzuliefern. Wobei ich sagen muss, das Peaking hat gestern geisteskrank funktioniert. Ich war mega zufrieden mit der Form. Alles hat gepasst. Heute findet die deutsche Meisterschaft statt. Das seht ihr gleich im Anschluss. Gerade gab es einen Formcheck mit dem Tobias. Hat Spaß gemacht? Klar. Wird nicht das letzte Mal sein. Oh, Ansage ist auf jeden Fall da. Und wie sahen die Leute Backstage aus? Weil, ich sag mal, wenn die Leute neben einem stehen, unmittelbar auf Pump mit Farbe und gut in Form, wie sah das optisch aus? Da kann ich nicht drauf geachtet, ne? Also beim Selbstbewerbpumpen 0, da waren wir zwei hier im Tunnel, würde ich sagen. Später, als man dann so ein bisschen alleine war mit denen, ja, man guckt natürlich mal so ein bisschen links, rechts, aber gestern schon mal gesagt, ne? Wenn ich mir die Konkurrenten aussuchen kann, wäre es kein Wettkampf. Ja, eben. So, dann machen wir jetzt die nächste Schicht Farbe drauf und dann geht's wieder ab in die Halle. Nummer 84, Tobias Kugel. Schulter nach vorne. Sehr gut. Ja. Und vierter Dreh nach rechts. Und dann sehen. Also das ist 11 Athleten, was ich gut zahle. Und 5 davon machen es weiter ins Finale. Also jetzt geht es darum, die Top 5 zu kriegen. Und die 26 bitte ab. Komm, Tobi! Riechst du bitte! Ich mache eine weitere Vierteldrehung rechts und ich denke. Vierteldrehung rechts. Jetzt! Und Vierteldrehung rechts zur Frontansicht. Peter, wir haben die Finalisten. Super. Finalisten, Start Nummer 1. Start Nummer 21. 28 Oliver Box, Start Nummer 60 Erkan Kaliskan und der 5. Finalist ist Start Nummer 186. Der zweite Wettkampf ist jetzt auch vorüber. Leider hat es auch diesmal nicht für eine Finalplatzierung gereicht. Aber wenn ihr die Aufnahmen seht, dann werdet ihr bestimmt sehen, so, dass das Line-Up einfach richtig stark war. Es war auch eine deutsche Meisterschaft heute.
richtig stacked, alle eine sehr gute Linie. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden, weil wir haben alles genäht. Peking, ich fand sichtbar, war Tobias sehr, sehr voll. Farbe war super, Fülle war da, Vaskularität und von daher können wir uns da nichts vorwerfen. Wie war es für dich, jetzt heute auf der Bühne zu sein? Hast du Bock, nochmal irgendwann die Bühne zu betreten und was sind deine Gedanken jetzt nach der Show? Immer. Du fasst mich immer so, über, so überraschend, ja. Ich muss erstmal nach Hause fahren. Mhm. Der Familie mal was essen. Deine Frau hat Matt schon eingekauft. Matt gibt's. Schön mit Deutsch. Geil. Ja, und ich denke mal, das wird nicht das gewesen sein. Ja. Ich hab schon jetzt ein bisschen Blut geleckt. Bisschen Blut geleckt? War gut, ja. Hat Spaß gemacht. Und auf der Bühne zu stehen, wie würdest du das jemandem beschreiben, der vielleicht auch Bock hat, eines Tages auf die Bühne zu gehen? Nimmt man das wahr? Geht das schnell vorbei? Das geht auf jeden Fall schnell vorbei, ja. Aber man spult eigentlich das ab, was man studiert hat. Ne? Also hat man gar nicht so viel Zeit, sich um andere Dinge Gedanken zu machen. Nein, man guckt, dass die Posen stehen, steht irgendwas nicht, hört man deine Stimme sowieso aus dem Publikum heraus und versucht das zu korrigieren. Eigentlich geht dann sowieso die ganze Zeit deine Stimme durch den Kopf, wenn man denkt, da muss ich denken, da muss ich denken, da muss ich denken. Mhm. Ja, und dann korrigiert man das und macht das Beste drauf. Ne? Wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr in den zukünftigen Videos. Ansonsten noch abschließend zwei Dinge. Erstens, wenn ihr dieses Video seht, dann findet bereits der End of Winter Sale bei Spinal Dog statt. Mit meinem Code Rocky bekommt ihr bis zu 70% auf die gesamte Bestellung. Genau, bis zu 70% auf die gesamte Bestellung. Und ab einem Mindestbestellwert von 90 Euro bekommt ihr den limitierten Fibo Hoodie gratis dazu. Und des Weiteren checkt unbedingt die nächste Podcast-Episode mit dem Michael ab, der gerade hinter der Kamera steht. Denn da werden wir nochmal alles im Detail besprechen. Unsere Meinung zu den einzelnen Klassen geben, zu den Wertungen, die jetzt gerade einfach sehr, sehr komisch war. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ein Abo da lassen und danke für den Support. Bis zum nächsten Video. Peace.